Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Veranstaltung im Rahmen der digitalen Roadshow. Mein Name ist Dirk Dronia und ich bin im Market Management bei WAGO verantwortlich für die Gebäudeautomation. Smart und easy. Einfachheit. Dies war bereits in der ersten Folge der Veranstaltungsreihe am 29.03.2021 ein Thema. Unter dem Motto Management von Gebäuden und verteilten Liegenschaften wurde die Frage behandelt, wie Gebäude und verteilte Liegenschaften verlässlich, effizient und zukunftssicher betrieben werden können. Und das einfach. Auch heute geht es bei dem Thema effiziente Automatisierung gebäudetechnischer Anlagen um Einfachheit. Konfigurieren statt programmieren. Das ist das Motto des heutigen Tages. Genau wie bei der ersten Session ist das ein wichtiges und spannendes Thema. Schon jetzt möchte ich Sie bitten, die Chat-Funktion zu nutzen, um Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Ich bin heute nicht allein im Studio. Bei mir ist Pierre Reuter, Produktmanager Gebäudeautomation mit dem Fokus auf Raumautomation. Hallo Pierre. Hallo Dirk. Zugeschaltet aus Bayern, mein Kollege Florian Tremmel, Leiter Projektvertrieb Deutschland. Beginnen wir mit einer kurzen Rundschau. Es ist heute unstrittig, dass die Gebäudeautomation für die Automatisierung gebäudetechnischer Anlagen einen wesentlichen Einfluss auf die Energieeffizienz beim Gebäudebetrieb hat. In Deutschland ist die Gebäudeautomation schon lange als eigenständiges Gewerk anerkannt. 1993 hielt sie erstmalig mit der Kostengruppe 480 Einzug in die DIN 276, Kosten im Bauwesen. 2006 wurde sie in vier Untergruppen aufgeteilt. Automationssysteme für HLK-Anwendungen, Schaltschränke, Gebäudemanagementsystem und die Raumautomation. 2018 ist ein weiterer Punkt dazugekommen. Dort wurde auf europäischer Ebene mit der überarbeiteten EBBD, European Performance of Building Directive, die Anforderungen an die Gebäudeautomation aufgenommen. Es wurde explizit festgestellt, dass sich Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden nicht nur auf die Gebäudehülle beschränken dürfen. Es ist davon auszugehen, dass die in der EPBD beschriebenen Maßnahmen nach und nach europaweit in nationale Gesetze übernommen werden. Ein Beispiel, was dort auf uns zukommt, ist, dass bei Anlagengrößen von mehr als 290 kW Nennleistung bezogen auf Heizungsanlagen und Klimaanlagen ein Monitoring-System ab 2025 vorgeschlagen bzw. empfohlen wird. Ab 70 kW Nennleistung muss eine regelmäßige Inspektion stattfinden. Auch das kann man sich ersparen, wenn man ab 2025 ein Monitoring-System installiert, ein Gebäudeautomationssystem installiert. Dazu kommt noch das Thema E-Mobilität. Das Managen von Energieflüssen im Gebäude nicht nur in Bezug auf die HLK-Anwendung und Heizungsanwendung, sondern auch auf die Elektromobilität macht das ganze Thema noch komplexer. Schauen wir uns weiter um. Dann kommen wir auf das Thema BIM, Building Information Modeling. Der mit Building Information Modeling gestaltete digitale Zwilling begleitet das Gebäude über den Lebenszyklus von der Planung über das Errichten, den Betrieb und bis zum Rückbau. Auch hier werden wir mittel- bis langfristig Einfluss auf die Gebäudeautomation sehen. Das bezieht sich auf die Planung, auf die Anwendungserstellung, Inbetriebnahme und den Betrieb. Was sich nicht geändert hat in den letzten Jahren, ist der Zeitdruck, mit dem unsere Branche klarkommen muss. Oft wird das Gewerk Gebäudeautomation sehr spät vergeben und trotzdem sind wir dafür verantwortlich, dass das Gebäude rechtzeitig in Betrieb genommen werden kann. Dazu kommt ein sich verschärfender Facharbeitermangel. Es fehlen die Experten mit Prozess- und Anlagenkenntnissen, die die steigende Nachfrage nach effizienten Automatisierungslösungen bedienen können. Energieeffizienzvorgaben, steigende Nachfrage, Zeitdruck, Facharbeitermangel. Dazu kommt eine zunehmende Komplexität durch immer mehr Systeme und Geräte, die in Abhängigkeit zueinander betrachtet werden müssen. Hier geht es um Synergieeffekte. Hier stehen Errichter und Betreiber gleichermaßen vor der Aufgabe, diese Komplexität einfach zu handhaben. Das ist eigentlich ein Paradox. Der Systemintegrator braucht einfache Lösungen für eine schnelle, fehlerfreie Inbetriebnahme. Gebäude wiederum müssen flexibel in der Nutzung und Umgestaltung sein. Lassen Sie mich eine These aufstellen. Eine projektspezifische, individuelle Erstellung von Anwendungen macht technisch und ökonomisch in dem beschriebenen Umfeld immer weniger Sinn. Stimmt das? Gleichen wir doch mal meine Aussage mit dem aktuellen Projektgeschäft ab. Florian, wie ist die aktuelle Situation im Projektgeschäft heute? Ja, Dirk, das kann ich bestätigen. Bei vielen Projekten von heute wird der Termindruck immer größer. Denn bei vielen Projekten privater Art werden die Einzelgewerke oft zu spät vergeben.
Der Fertigstellungstermin als Endtermin bleibt aber wie ursprünglich festgelegt bestehen. Das führt wiederum dazu, dass für die Ausführung weniger Zeit bleibt. Durch dies kommt dann Stress und Hektik auf und es passieren Fehler bei der Installation und Inbetriebnahme. Als einfaches Beispiel dafür könnte ich die Installation von der DALI-Beleuchtung nennen. Der häufigste DALI-Fehler im Feld ist die falsche Verkabelung des DALI-Busses. Also die zwei DALI-Adern, die auch vertauscht werden dürfen, werden nicht vollständig von Leuchte zu Leuchte durchverkabelt. Wir können dies auch auf die Automation widerspiegeln. So sind bei selbstgeschriebenen Programmen oft die Tagesverfassung des Programmierers ausschlaggebend. Und später, für den Facility-Mitarbeiter, sind die Automationsstationen unterschiedlich. Aber auch fallen Datenpunkte unter den Tisch und werden weder verdrahtet noch programmiert. Danke soweit, Florian. Kommen wir auf den von mir eingangs erwähnten Facharbeitermangel zurück. In den nächsten Jahren werden viele Experten in Rente gehen. Die nachfolgende Generation scheint den Bedarf nicht zu decken. Wie steht es um die Spezialisten in der Gebäudeautomation? Da hast du recht, Dirk. Auch in der Gebäudeautomation fehlen die benötigten Spezialisten. Das kommt einerseits durch die zunehmenden Aufgaben, durch steigende Komplexität der Gebäudeautomation, andererseits durch den Weggang der Spezialisten zu den verschiedenen Industriebereichen. Auch der Generationswechsel spielt hier eine große Rolle. Die Spezialisten von damals, die die Anlagen lange aufgebaut sowie betreut haben, gehen in Rente. Aber es kommen leider nicht ausreichend Spezialisten für die Gebäudeautomation nach. Wir befinden uns auch in einer anderen technischen Epoche als damals. Mit dem Einzug der mobilen Devices hat immer mehr die fertige Applikation Einzug gewonnen. Trotz fertiger Bibliotheken und Makros werden immer weniger der nachfolgenden Spezialisten auch das Interesse haben an einer freien Programmierung der Anlagentechnik. Die Erwartung ist, dass es wie in der Handywelt für alles eine App gibt. Das spricht alles für konfigurierbare Lösungen. Welche Applikationen lassen sich im Gebäude am besten mit fertigen, konfigurierbaren Lösungen ausführen? Da gibt es verschiedene Bereiche im Gebäude, Dirk. Langjährige Erfahrungen haben wir hier im Bereich der integralen Raumautomation, bestehend aus der Regelung der Beleuchtung, Jalousie und Raumtemperierung im optimalen Zusammenspiel, sowie für die Regelung kleiner und großer Beleuchtungsanlagen im Nichtwohngebäude. Auch die typischen Primäranlagen können mit dem Einsatz von fertigen erprobten Makros leicht parametriert werden. Dabei geht es aber nicht nur um das schnelle und einfache Konfigurieren durch den Errichter, sondern auch die mit der Gebäude-Lebenszyklus-Betrachtung verbundene einfache Nutzung und Umparametrierung der Gebäudeautomation durch den Betreiber. Wir reden hier von Anwendungen, die sich gut standardisieren lassen, also perfekt für konfigurierbare Lösungen. Pierre, welche konfigurierbaren Lösungen kommen in Frage und was zeichnen sie aus? Ja, Dirk, wir konzentrieren uns hierbei auf vier Anwendungsgebiete. Für die Automation von Primäranlagen haben wir die Application Building Control entwickelt. Aber man kann mit ihr sogar die gesamte Automation kleinerer Liegenschaften, wie zum Beispiel Kindergärten oder auch Filialen des Einzelhandels, umsetzen. Und man hat zusätzlich die Möglichkeit, sie mit Anwendungen in der Cloud zu verbinden. Für die Raumautomation und für witterungsabhängige Funktionen nutzt man am besten unsere Applikationen WeatherStation und FlexRoom. Und dann wäre da auch noch unsere Application Lighting Management. Hier eignet sich perfekt zur Steuerung der Beleuchtung von großen Flächen, wie sie zum Beispiel in Produktionshallen oder auch in Einkaufszentren zu finden sind. Und für das Erfassen von Messdaten verschiedener Medien, zum Beispiel als Basis für ein Energiemanagementsystem, nutzt man am besten unsere Application Energy Data Management. Und auch hier ist eine Verbindung zur Cloud möglich. Was zeichnet all unsere Applikationslösungen aus? Sie haben alle gemeinsam, dass sie eine webbasierte Benutzeroberfläche bieten. Das heißt, es muss keine zusätzliche Software installiert werden, zum Beispiel für die Konfiguration oder auch für den Datenpunkttest. Und man kann diese webbasierte Oberfläche natürlich auch auf mobilen Endgeräten nutzen,
was besonders bei Konfigurationsänderungen in der späteren Betriebsphase natürlich vorteilhaft ist. Und dann haben wir noch die Anforderungen in den Projekten, denn dort wird oft die Einhaltung von Normen und Richtlinien gefordert, wie zum Beispiel die ISO 50001 für Energiemanagementsysteme oder die deutsche VDI 3813 oder 3814 für Raumautomation und für Anlagenautomation. Und aus diesem Grund implementieren wir die Funktion genau so, dass unsere Kunden bei der Einhaltung dieser Normen und Richtlinien bestmöglich unterstützt werden und bieten ihnen somit eine verbesserte Umsetzungssicherheit in ihren Projekten. Ja, du hast die 3813, 3814 genannt, du hast die ISO 50001 genannt. Ich möchte hier noch die EN 15232 nennen, die eine Methode zur Abschätzung der Energieeffizienz in neuen und vor allen Dingen bestehenden Gebäuden bietet. Es ist auffällig, dass vor allem hier die Raumautomation in Nicht-Wohngebäude enorme Energieeinsparpotenziale bietet. Mit der geforderten Vernetzung von Beleuchtung, Sonnenschutz und Klimaregelung in der höchsten Energieeffizienzklasse ist der Grundstein auch für eine maximale Flexibilität gelegt. Die Forderung nach Flexibilität im Betrieb bei der Flächennutzung ist sinnvoll und heute nicht ungewöhnlich. Florian? Ja, das stimmt, Dirk. Diese flexible Anforderung, dass sich im Laufe eines Gebäudelebenszyklus die Raumaufteilung ändern kann, ist nicht ungewöhnlich. Dies ist in den meisten größeren Projekten immer der Fall. Oft wird bei Investmentprojekten ja nur anfangs der Brandabschnitt beplant mit einer exemplarischen Besiedelung. Wir kennen das alles unter der Phantomplanung. Erst wenn der Mieter feststeht, wird im Nachgang der zu diesem Zeitpunkt gewünschte Bestuhlungsplan erstellt, also der Mieterausbauplan. Der Brandabschnitt wird dann in verschiedene Räume, in Einzelsegmente, aus einzelnen Segmenten bestehend aufgeteilt. Doch leider wird oft der hochflexible Ansatz der Raumgestaltung bei der Vermietung verworfen. Die Räume werden dann nach Mieterausbauplan als fixe Räume ausgebaut, um die ersten Ausbaukosten zu reduzieren. Somit wird sämtliche Flexibilität für spätere Umnutzung der Räume und Bereiche leider verworfen. Bei einem begleitenden Projekt in der Vergangenheit hat dies der Auftraggeber nicht verworfen, sondern hat gezielt auf den von uns vorgeschlagenen vollflexiblen Ansatz gesetzt. Die Firma ändert im Gebäude bis zu 200 Mal im Jahr die Raum- bzw. Bereichsaufteilung. Es werden dann für die Teams, zum Beispiel Design, die einzelnen Teambereiche als Räume, Bereiche hergestellt. Dies wäre ohne volle flexible Raumautomation nicht möglich. Es müsste immer komplett umgebaut, neu verkabeln, neu programmiert werden durch externe Dienstleister. Bei dieser Firma macht dies der Facility Manager selber. Wir reden hier von Flexibilität bei der Flächennutzung. Aber vor der flexiblen Nutzung eines Gebäudes steht die Planung. Was muss bei der Planung berücksichtigt werden, damit ein Gebäude über den Lebenszyklus flexibel auf Nutzungsänderungen reagieren kann? Wir sollten hier die gleiche Vorlage wie bei der Architektur nach den Segmenten und Achsen verwenden. Hier kann uns das Schalenmodell nach der VDI 3813 bzw. 3814 behilflich sein. In diesem Schalenmodell werden die Gebäude in Segmente, Räume, Bereiche, Gebäude, Liegenschaft und Liegenschaftsportfolio aufgeteilt. Als nächstes muss dann die kleinste Teilungseinheit in einem Bürobereich bestimmt werden. Entweder ist die kleinste Teilungseinheit die Fensterachse oder die Klimazone, sprich die Heizkühldecke. Das heißt auch, dass in der kleinsten möglichen Teilungseinheit auch alle Feldgeräte wie Ventile, Sonnenschutzmotoren und Beleuchtung verbaut werden müssen, damit später über die Software die Raumgröße gestaltet werden kann. Dann können wir mit der Segmentplanung nach der kleinsten Teilungseinheit anfangen. Hier in Rot dargestellt die einzelnen Segmente. Entweder kann ein Raum aus einem Segment bestehen oder es können auch pro Raum für mehr Flexibilität mehr Segmente sein. Bei der Segmentplanung wird dann nicht wie herkömmlich ein Raum betrachtet mit der Hardware-Einzelraumregler,
sondern der gesamte Bürobereich, zum Beispiel ein Brandabschnitt. Erst anschließend werden die Segmente softwareseitig zu Räumen zusammengefasst. Dies ist dann eine zukunftsorientierte, flexible Raumautomation, welche einfach durch Mausklicks des Facility Manager an die Notwendigkeit der Nutzer angepasst werden kann. Herr Florian, genau aus diesen Anforderungen heraus haben wir die Applikationslösung FlexRoom entwickelt. Damit lassen sich Raumfunktionen der Gewerke Beleuchtung, Sonnenschutz und auch Raumklima integral und so wie du es auch gerade beschrieben hast, segmentflexibel umsetzen. Integral bedeutet hier, dass die drei Gewerke und auch zusätzliche Einflussgrößen, die den effizienten Einsatz von Energie oder auch den Komfort des Nutzers steigern können, ganzheitlich berücksichtigt werden. So kann man mit FlexRoom Büroräume, Open Space Bereiche und auch Konferenzräume sowie weitere Bereiche wie Flure, Treppenhäuser oder auch Teeküchen automatisieren. Mit dem segmentorientierten Konzept unterstützt FlexRoom auch die Planung anspruchsvoller Raumautomationsprojekte. Die gewünschten Raumfunktionen können so in jedem Segment einzeln oder sich aber auch über viele Segmente hinweg ausgeführt werden. Für das Zusammenführen der einzelnen Segmente zu Räumen oder Bereichen müssen dann nur noch die Position der tatsächlich vorhandenen Wände in die grafische Oberfläche übertragen werden. So kann dann in der späteren Nutzungsphase auch der Betreiber die Raumautomation ganz einfach an die tatsächlichen Bedürfnisse anpassen. So wäre dann zum Beispiel nach einem Umbau von zwei Büros in einen Konferenzraum nur noch die logische Wand in der Konfiguration zu entfernen. Und damit wäre dann zum Beispiel auch die Automation komplett den Gegebenheiten angepasst. Das heißt, alle Leuchten würden gemeinsam gesteuert werden, so wie man es in einem Raum dieser Art erwarten würde. Um die Arbeit für die Systemintegratoren zu vereinfachen, zeigen wir für die Inbetriebnahmephase und für den Datenpunkttest auch die Position und Zustände aller angeschlossenen Feldgeräte in einer Übersicht an. Dass man das hier auch auf mobilen Endgeräten erledigen kann, hilft natürlich dem Systemintegrator, seine Arbeit schneller und effizienter durchzuführen. Man könnte jetzt meinen, dass man FlexRoom nur für solche segmentflexiblen Projekte einsetzen kann. Aber man kann sie natürlich auch genauso gut für Räume nutzen, die sich selten oder gar nicht ändern. So können mit FlexRoom insgesamt maximal 24 Räume mit nur einem Controller automatisiert werden. Wie wir gerade gesehen haben, ist dies eine sehr gut funktionierende Raumautomationslösung, welche auf sehr viele Bauvorhaben passt. Bei verschiedenen Projekten gibt es eventuell Projektspezifikas, wie zum Beispiel der Raumtemperierung, welche noch nicht über diese Standardlösung angesteuert werden kann. Hierfür bietet Vago die Erweiterung der FlexRoom-Applikation als Dienstleistung an. Somit können weitere diverse Feldbusse, Subbussysteme sowie Raumfunktionen in die Applikation erweitert werden. Aber nicht nur die Software kann projektspezifisch als fertige Applikationslösung angepasst werden, sondern auch die Hardware. Die Systemverteiler oder Einzelkomponenten für die Unterverteilung werden projektspezifisch zusammengestellt und aufgebaut. FlexRoom erfüllt nicht nur die Anforderungen der höchsten Effizienzklasse nach EN15232. Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, haben Sie auch die besten Voraussetzungen, um bei Klassifizierungssystemen wie LEED, BREEAM oder Green Building zu punkten. Aber jetzt haben wir uns die Raumautomationslösung angeguckt. Es gibt noch mehr als die Raumautomation. Schauen wir uns Industriegebäude an. Dort wird Raumautomation weniger ein Thema sein als vielmehr das Lichtmanagement, Florian. Im industriellen Umfang, zum Beispiel in den Fertigungshallen, gibt es sehr viel Beleuchtung. Diese Beleuchtung wird entweder vom Leitstand, also von der Leittechnik nach Schichtenplänen oder von den einzelnen Fertigungsanlagen mit angesteuert. Da es sich hier aber um viele wiederkehrende Lichtverteiler im gesamten industriellen Werk handelt, die in eine Gesamtlösung integriert werden müssen, ist dies ein idealer Fall für fertige Applikationslösungen. Denn durch fertige Lichtverteilerlösungen, die fertige Applikation, die geprüfte fertige Anbindung an das Leitsystem haben, wird der Gesamtprozess von der Inbetriebnahme bis hin zum Betreiben optimiert. Durch die Nutzung von Standards kann die Betriebsverantwortung auch leicht auf mehrere Mitarbeiter verteilt werden und man ist nicht abhängig vom ursprünglichen Autor des Steuerungsprogramms.
Als Fazit schaut jeder Lichtverteiler auf der Software-Ebene gleich aus und jeder Betreiber oder externe Dienstleister findet sich leicht zurecht und die Einstellungen sind reproduzierbar. Auch hier gibt es, wie Sie sich denken können, eine flexible, konfigurierbare Lösung. Bei der Raumautomation verknüpfen wir Beleuchtung, Beschattung und die Klimaregelung. Beim Lichtmanagement konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Beleuchtung. Als weiteren Kollegen in unserer Runde begrüße ich nun Alexander Mackensen, Produktmanager Gebäudeautomation. Alexander wird uns das Lichtmanagement im Detail vorstellen. Auch hier geht es um das Motto Konfigurieren statt Programmieren. Das richtige Licht zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge, das ist die grundlegende Anforderung für moderne und flexible Beleuchtungssteuerung. Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen eine Applikationslösung vorstellen, mit der genau diese Anforderung sehr einfach umsetzbar ist. Ob Lagerhallen oder Produktionshallen oder auch andere große Räumlichkeiten wie zum Beispiel Sporthallen, Shoppingmalls oder Kinos, die Beleuchtung spielt immer eine wichtige Rolle. Und das ist nicht nur die Beleuchtungsintensität, sondern zum Beispiel auch die richtige Farbtemperatur und natürlich die Funktion. Ob einfaches Ein- und Ausschalten oder Dimmen oder eine tageslichtabhängige Regelung oder präsenzabhängig oder zeitbasierend, da gibt es sehr viele verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Das VAGO Lichtmanagement ist eine vorprogrammierte Applikationslösung, mit der diese Anforderung auf einfache Art und Weise umgesetzt werden kann. Dahinter steckt der folgende Grundgedanke. Eine große Räumlichkeit, wie zum Beispiel eine Produktionshalle, wird in verschiedene Segmente unterteilt. Zum Beispiel ein Montagebereich, ein Lagerbereich und vielleicht auch ein Bürobereich. Und jedem dieser Bereiche werden Sensoren und Leuchten zugeordnet. Anschließend kann man jedem Segment eine gewünschte Funktionalität zuordnen. Der Vorteil von diesem Grundgedanken ist, dass auch Umkonfigurationen sehr einfach durchgeführt werden können, indem einfach die Konfiguration geändert wird und die Leuchten und Sensoren anderen Segmenten zugewiesen werden. Das VAGO Lichtmanagement wird auf einem PFC 200 installiert. Über IO-Module und Kommunikationsschnittstellen werden die Sensoren und Leuchten angeschlossen. Zum Beispiel Leuchten und Sensoren über DALI oder Leuchten auch über digitale Ausgänge. Taster können über digitale Eingänge, über N-Ocean-Funktechnologie oder vielleicht auch über KNX integriert werden. Für die Visualisierung und Bedienung der Anlage steht eine eigenständige Oberfläche zur Verfügung, die zum Beispiel auf Touchpanels oder auf Smartphones und Tablets eingesetzt werden kann. Auch eine Anbindung an übergeordnete Leitsysteme oder Managementstationen ist möglich. Ich möchte Ihnen nun einen kleinen Einblick in die Konfigurations- und Visualisierungssoftware geben. Dazu loggen wir uns ein. Sie sehen hier den Startbildschirm. So, nach der Anmeldung erscheint eine Konfigurationsoberfläche, die in mehrere Bereiche strukturiert ist. Wir haben hier zum Beispiel einen Bereich für allgemeine Datei- und Projekteinstellungen. Wir haben einen Bereich für die Funktionalitäten. Wir haben einen Bereich für die Eingänge, für die Ausgänge und einen Diagnosebereich. Wenn Sie eine neue Konfiguration durchführen, fangen Sie üblicherweise mit der Konfiguration der Eingänge und Ausgänge an und weisen zum Schluss den verschiedenen Segmenten eine Funktion zu. Daher werfen wir jetzt einen Blick zuerst in den Bereich der Eingänge. Sie sehen hier, dass es verschiedene Bereiche gibt. Wir sind hier im DALI-Bereich. Da sehen Sie, dass zum Beispiel drei Sensoren hier bereits konfiguriert worden. Zwei Multisensoren für Präsenz und Helligkeit und ein Tastenkoppler mit vier Wippen für das Bedienen der Anlage. Wenn Sie die Anlage neu konfigurieren, können Sie auch hier oben über Start die Adressierung starten. Alle an der DALI-Linie angeschlossenen Geräte werden automatisch erkannt und hier aufgelistet.
Sie können anschließend jedem Gerät einen Namen vergeben und dieses Gerät ein Segment zuordnen. Die Applikation unterstützt auch die Funktechnologie N-Ocean. Sie sehen auch hier, dass ein Taster bereits vorkonfiguriert ist mit 4 Wippen. Die Namen können vergeben werden für jede Wippe einzeln und jede Wippe kann einem Segment zugeordnet werden. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie einfach es ist, einen neuen N-Ocean-Taster anzulernen. Dazu drücken Sie einfach hier diesen Anlernen-Button, machen einen Doppelklick auf die Applikation, auf den Taster und sehen, dass hier eine neue Zeile erscheint. Und diese Zeile können Sie nun beschriften, zum Beispiel Taster, und einem Segment zuordnen. Mit wenigen Mausklicks haben Sie sowas realisiert und eingerichtet. Eine weitere Möglichkeit ist die Einbindung von Tastern über digitale Eingänge oder zum Beispiel auch über KNX. Die Applikation stellt außerdem ein Zeitschaltprogramm zur Verfügung. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen wöchentlichen, zwischen Sonderzeiten und Feiertagen zu wählen. Sie können die verschiedenen Tage auswählen und die Schaltzeiten eingeben. Auch hier ist es so, dass das Zeitschaltprogramm mit einem Namen versehen werden kann und einem Segment zugeordnet wird, auf das das Zeitschaltprogramm wirken soll. Ähnliches Prinzip für HCL-Kurven, also für die Farbtemperatur. Auch hier ist es so, Sie können eine Kurve definieren. Für jede Stunde des Tages können Sie einen individuellen Wert für die Farbtemperatur definieren und damit eine Tagesverlaufskurve abbilden. Hier dasselbe Prinzip, Sie können einen Namen vergeben und diese Kurve einem Segment zuordnen, auf das es wirken soll. Nachdem die Eingänge konfiguriert sind, machen wir dasselbe für die Ausgänge. Hier haben Sie 2 Möglichkeiten, einmal über DALI und einmal über digitale Ausgänge. Hier sehen Sie, dass bereits einige Leuchten konfiguriert sind. Auch hier ist es so, bei einer Neukonfiguration würden Sie die Adressierung hier mit dem Startbutton starten. Alle an der DALI-Linie angeschlossenen Leuchten werden automatisch erkannt und hier aufgelistet. Anschließend können Sie der Leuchte einen Namen vergeben und die Leuchte den verschiedenen Segmenten zuordnen. Nachdem wir nun die Eingänge und die Ausgänge konfiguriert haben, möchten wir noch die Funktionen definieren. Dazu wechseln wir in den Bereich Funktionen und hier können die Segmente ausgewählt werden, zum Beispiel die Produktionshalle, und es kann eine vordefinierte Funktionalität gewählt werden. Das können verschiedene Schaltmöglichkeiten sein, ein Ausschalten mit Präsenz oder über Taster, über Schalter. Das kann Dimmen sein oder eine Konstantlichtregelung. Je nachdem, was Sie hier selektieren, wird auf der rechten Seite eine Grafik angezeigt, die die Funktionalität noch im Detail erklärt und untermauert. Damit haben wir die Konfiguration abgeschlossen. Wir haben die Eingänge konfiguriert, Ausgänge konfiguriert und eine Funktion festgelegt. Ich möchte Ihnen nun anhand eines einfachen kleinen Beispiels zeigen, wie einfach eine Umkonfiguration durchgeführt werden kann. Stellen wir uns einmal vor, es gibt eine Produktionshalle, neue Maschinen werden angeschafft und es besteht die Notwendigkeit, eine große Halle in 2 kleinere Bereiche zu unterteilen. Wie würden wir das mit dem Lichtmanagement umsetzen? Wir gehen dazu in den Bereich der Ausgänge. Wir sehen hier, dass wir 9 Leuchten definiert haben oder konfiguriert haben. 6 davon sind der Produktionshalle zugewiesen. Um das nun zu unterteilen, wählen wir 2 Leuchten aus, zum Beispiel 5 und 6, und weisen diese 2 Leuchten einem neuen Segment zu. Anschließend starten wir die Gruppierung. Dies ist notwendig, damit die Gruppierungsinformationen über die DALI-Technologie in die verschiedenen Vorschaltgeräte transferiert werden. Das dauert einen kleinen Augenblick. Man sieht hier die Gruppen 0, 1, 2, 3 und nun ist die Konfiguration schon abgeschlossen. Des Weiteren gehen wir nochmal in den Eingangsbereich auf unsere DALI-Taster und wir haben hier einen Taster mit 2 Wippen definiert und da definieren wir jetzt, dass eine von diesen Wippen auch auf das neue Segment wirken soll.
Als letzten Punkt ändern wir noch die Konfiguration oder die Funktion und gehen auf das neu definierte Segment 4 und wählen hier eine neue Funktion aus, zum Beispiel DIM. Und damit ist die Umkonfiguration abgeschlossen. Sie sehen, es ist also sehr einfach mit wenigen Mausklicks möglich, eine Umkonfiguration bei Nutzungsänderungen durchzuführen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen kleinen Einblick geben in die Visualisierung. Ich hatte anfangs erwähnt, es gibt eine eigenständige Visualisierungsoberfläche, die für das Bedienen und Beobachten der Anlage optimiert ist. Wir sehen hier einen Grundrissplan, der da hinterlegt ist. Sie haben die Möglichkeit, kleine Widgets zu platzieren, kleine Bedienelemente in die verschiedenen Räume, mit denen der Bereich ein- oder ausgeschaltet werden kann und auch eine grundlegende Statusmeldung über, ob die Beleuchtung zum Beispiel eingeschaltet ist oder nicht, zurückkommt und hier angezeigt wird. Sie können diese Grafik auch ausblenden und eine einfache Listenform wählen. Und es gibt auch die Möglichkeit, etwas tiefer einzusteigen in einen detaillierten Grad mit mehr Informationen, zum Beispiel diese Bereichsansicht. Da sehen Sie nun mehrere Räume und Sie sehen, dass zusätzlich zum Beispiel Slider zum Einstellen eines Sollwertes oder auch zusätzliche Schaltflächen erscheinen, wo 10 zum Beispiel aufgerufen werden können. Des Weiteren gibt es auch eine Einzelraumansicht, die sich zum Beispiel dann besonders gut eignet, wenn ein Touchpanel direkt im Raum installiert ist und auf diesem Touchpanel auch wirklich nur die Bedienung dieses einen Raumes dargestellt werden soll. Zur Einrichtung dieser Visualisierung steht ein Einrichtungsassistent zur Verfügung, der Sie ganz einfach durch die verschiedenen Schritte leitet, wo Sie die Räume definieren können, die Elemente, die Bedienelemente definieren können, wo Profile angelegt werden können, Nutzer angelegt werden können, verschiedene Bediengeräte angelegt werden können und auch zum Beispiel Farben oder verschiedene Hintergründe ausgewählt werden können. Das Vago Lichtmanagement ist eine vorprogrammierte Lösung für Beleuchtungssteuerung. Eine große Fläche wird in verschiedene Segmente unterteilt. Es können Sensoren, Aktoren zugeordnet werden. Es können vorgefertigte Funktionen zugewiesen werden. Und wie wir gesehen haben, auch Umkonfigurationen sind sehr einfach durchführbar, sodass mit dieser Applikation sehr flexibel verschiedenste Anwendungen realisiert werden können. Und das alles auf eine einfache Art und Weise nach dem Motto konfigurieren statt programmieren. Vielen Dank. Danke, Alexander, für deinen Beitrag. Fassen wir das zusammen, was wir heute gehört haben. Wir haben viel über konfigurierbare Lösungen gehört. Konfigurierbare Applikationslösungen vereinfachen die Automation gebäudetechnischer Anlagen um ein Vielfaches. Die Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden, fordern solche Lösungen. Zeitdruck, Facharbeitermangel, gesetzliche Vorgaben für einen energieeffizienten Betrieb fordern und fördern die Branche. Digitale Planungsprozesse kommen hinzu. Um den Rahmenbedingungen gerecht zu werden, kommen nur konfigurierbare und zukünftig wahrscheinlich standardisierte Lösungen in Frage. Vago hat den ersten Schritt gemacht und wird den Weg weitergehen. Wir laden Sie ein, uns auf diesem Weg zu begleiten. Oder besser noch, wir begleiten Sie auf diesem Weg und helfen Ihnen, die Aufgaben im komplexen Umfeld der Gebäudeautomation einfach zu lösen. Es bleibt mir an dieser Stelle nur noch der Dank an die Referenten. Danke Pierre, danke Florian. Aber bleiben Sie noch etwas bei uns. Direkt im Anschluss können Sie uns auf dieser Plattform in der Networking-Ehriger treffen. Nutzen Sie die Gelegenheit zum direkten Austausch mit uns. Bevor ich mich jetzt verabschiede, möchte ich Sie noch auf die dritte Folge dieser Roadshow aufmerksam machen. Unter dem Motto Anforderungen an das moderne Energiemanagement informieren wir Sie am 13.07.2021 über die Möglichkeiten, die Vago bietet. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Danke und auf Wiedersehen.